Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Krokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und aktuell bin ich gerade im Review-Marathon. Ich habe mir heute, glaube ich, 3 oder 4 Alben reingehämmert und das letzte Album, was ich mir heute angehört habe, wurde mir auch von Crawling Chaos zugeschickt und zwar ist das Wrack mit Altäre der Vergänglichkeit. Und alleine gönnt euch mal dieses wunderschöne Cover. Generell mega, mega geil. Wir haben hier neun Tracks. Ich glaube, mit einem In- und einem Outro. Und wenn ich mir das Album so angehört habe, wir haben hier, also ist auch wieder ein sehr interessantes, sehr düsteres Black Metal Album, wobei man hier aber auch sagen muss, man hat hier Akustikgitarren drin, man hat diesen natürlich sehr typischen Black Metal Sound, du hast schnellere Parts, langsamere Parts, aber gefühlt hast du hier eine Atmosphäre, wo du echt denkst so, wow, die holt dich ziemlich abstimmlich. Ist mir sofort Teufelnacht tatsächlich in den Kopf gekommen, weil das ungefähr so stimmlich ungefähr in manchen Sachen gleichkommt. Gerade so, wenn dieser normale Sprechgesang da ist, wo du echt denkst, so, ey krass, das kommt mir so verdammt bekannt vor. Aber, alter Schwede, also so richtig so, also lyrisch habe ich mich damit jetzt noch nicht großartig auseinandergesetzt. Ich habe mir das jetzt einfach immer so durchgehämmert. Klingt so falsch, weil es dem einfach nicht würdig ist. Also man kann das wirklich wunderbar entspannt hören. Man sollte sich dafür auch wirklich, ich sehe gerade hier, ich weiß nicht, ob man das erkennt, dass da eine Krähe abgebildet ist. Seht ihr das? Das ist ja geil. Hier ganz, ganz schwach zu sehen. Abgefahren. Oh, ist so schwierig, jetzt das Ganze alles nochmal aufzuwühlen. Wie gesagt, es waren so vor allem keine gerade Linie, so wie ich es halt immer am liebsten bezeichne. Man kennt ja so Bands, da wo du echt denkst, okay, die folgen einer Linie und das halt von Anfang bis Ende durch. Krass. Hast du hier nicht, du hast hier wirklich sehr viel Abwechslung drin, alleine was das Stimmliche angeht. Du hast Clean Gesang, du hast Screams, diese typischen Black Metal Screams, du hast tiefe Growls teilweise, wo ich denke so krass, okay. Du hast hier wirklich schönes, schnelles Black Metal Gehämmere, dann hast du aber auch langsame Parts, wo du quasi so eine Art, ja, Klagensang drin hast. Ihr wisst schon, sowas, was man beim depressiven Black Metal teilweise auch, also beim suizidalen Black Metal, kann man das so sagen. Und genau dasselbe hast du hier stellenweise auch, aber halt alles so richtig geil verpackt. Also man sollte sich generell, wenn man sich Alben anhört, die nicht einfach so nebenbei laufen lassen, dabei seine Hausarbeit machen oder sowas, sondern einfach würde ich mal sagen, okay, nimm mir die Zeit. Und ich habe mir die Zeit genommen. Gerade als ich ein bisschen durch den Wald gelaufen bin, hat der erste angefangen mit Preludium. Alles war verloren.
Nichts ist mehr, wie es einst war. Und oh, ich glaube, das erste war wirklich so eine Akustikgitarre, wo du echt denkst, okay, also ich glaube, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, wo du echt denkst, okay, auf was für ein Schiff bist du jetzt gelaufen? Und dann beginnt das Ganze aber. Und das ist wirklich, wo ich sage, so, puh, krasse Scheiße. Also wirklich, wirklich gut. Und ich kann immer wieder nur sagen, ich bin kein Black Metal-Hörer. Durch das Album Crawling Chaos FDA oder 12 komme ich langsam den Ganzen aber näher. Mir fällt es immer noch recht schwer, Sachen zu erzählen, weil mir manchmal einfach vielleicht dieses musikalische Grundwissen da vielleicht für ein bisschen fehlt. Aber wirklich, also hier die Riffs, es waren so Riffs dabei, wo ich mir dachte, alter Schwede, der zieht dir so die Schlüppi aus. Und dann da hast du da so stellenweise diese Growls, wo ich gesagt habe, wo du echt denkst, so, Alter, was geht denn jetzt ab? Also du bist immer wieder fasziniert von Track zu Track, von Minute zu Minute, weil... Weil es bleibt halt einfach nicht gleich. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, Alter, krass, ein Album, was teilweise so wandelbar ist, was so eine Atmosphäre aufbaut, von diesen schnellen Parts zu diesen langsamen Parts, zu diesen teilweise drückenden Parts, die wirklich so eine Art Depression hervorrufen. So kommt es einem teilweise vor. So kam es mir vor. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und das ist, wo ich sage, so krass, das musst du erstmal hinkriegen. Vor allem, wenn du es schaffst, Leuten das zu vermitteln, die sich eigentlich mit dem Musikgenre so ja an sich nie befasst haben, also in dem Fall diesem Black Metal, da kannst du wirklich sehr, sehr viel Freude mit haben. Und jetzt habe ich so lange gequatscht, wir haben doch gar nicht mal in dieses Album reingeguckt. Ich meine, alleine gönnt euch mal hier. Ich sage, das sieht halt auch alles einfach wirklich sehr, sehr geil aus, ne? Ich weiß immer gar nicht, ob man das alles so erkennen kann. Hier haben wir auch die Band. Ja, Wishbone, Grabestau und Havoc und Chaos, Drums und Backing, Vocals, Programmiering. Ja, irgendwie. Das heißt Programmiering, das klingt so. Klingt so negativ, aber ich finde, in der heutigen Zeit muss es gar nicht sein. Entschuldigung. Record and Mix and Mastered at Gernhardt Studio. Und wir haben hier, oh, guck mal, wir haben hier auch ein paar Gäste dabei. Stefan Minas Morgul, Guest Vocals bei Fluchtwald. Achso, Frieda Nordis aus Miscreation, Nigor Mortis an Hallig und Sulfur Ex Wrack. Ja, also kann man hier auf der Rückseite sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann, aber das müsste doch gerade relativ gut klappen. Ja, der Fokus ist immer ein bisschen schwierig, aber so habt ihr auch mal einen kleinen Einblick. Aber auch hier dieses, das Bild, ne? Es ist, ja klar, es ist einfach nur ein Wald auf dem Berg, ein bisschen schwarz-weiß erhalten, aber es ist geil. Ja, dann hast du halt hier natürlich die Lyrics, klar. Aber es sieht halt auch alles schön aus und ich mag sowas ja, ne? Das spiegelt die Atmosphäre von dem Album aber auch ganz gut wider. Also wenn du durch so einen Waldlauf wirst, der natürlich so extrem Nebel überzogen ist oder durchzogen ist, und dann das Album hörst, ich glaube, dann triffst du die Stimmung und das, was dieses Album aussagen möchte, wirklich gut. An der Stelle auch wirklich nochmal hier einen lieben Dank an Crawling Chaos, dass sie mir dieses Album zugesandt haben. Ich hatte wirklich wahnsinnig viel Spaß damit. Cover Artwork Labyrinth auf Yggdrasil bei Northern
Art. Sehr geil. Und das Cover Layout bei Wishbone and Chaos. Also zwei Mitglieder von Wrack. Wie gesagt, wer auf ein abwechslungsreiches Black Metal Album steht, was so ein bisschen gesanglich so ein bisschen an Teufelnacht erinnert, der wird hier mit Wrack und Altäre der Vergänglichkeit, Vergänglichkeit wirklich sehr viel Spaß haben. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Nicht jeder Song war meins, aber der größten Teil von neuen Songs hat mir persönlich wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, für die Leute, die so auf so einen schönen Black Metal stehen, die werden da viel Freude haben. Das Ganze geht um die 45 Minuten, also 44 Minuten und ein paar zerquetschte. Und die Band kommt übrigens, gibt es seit 2005 und kommt aus Bochum, Nordrhein-Westfalen. Also Leute, haben zwei Alben draußen, das andere ist Gramm und der gleißende Wut und gleißende Wut. Also Leute, wenn euch das Ganze gefällt, dann schaut rein, hört rein, unterstützt die Band und das Label. Super coole Dudes. Ich bin mal stark von Anfang, haben wir ja auch kurzzeitig geschrieben. Gönnt euch das ganze Album, es macht wirklich sehr viel Spaß. Und das sage ich als Black-Metal-Hörer, also aktuell noch nicht. Ändert sich wahrscheinlich auch mit der Zeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.